Hallo, heute melde ich mich aus dem Grafschafter Museum im Mörser Schloss. Auch dieses Haus wird von der Sparkasse am Niederrhein gefördert und nimmt am Internationalen Museumstag teil. Am 19. Mai ist der Eintritt hier kostenfrei ab 11 Uhr. Was es hier zu sehen gibt, zumindest einen kleinen Eindruck davon, kann ich euch jetzt auf einem kleinen Rundgang zeigen. Also, legen wir los! Das Grafschafter Museum befindet sich in der ehemaligen Wasserburg der Grafen von Moers, einer der ältesten im Rheinland erhaltenen hochmittelalterlichen Ringburganlagen. Der an den Schlossgarten angrenzende Musenhof bietet kleinen Besuchern die Möglichkeit, das Mittelalter auf spielerische und spannende Art und Weise zu entdecken. Das Schloss selbst wurde in den vergangenen Jahren saniert und um einen Anbau erweitert. Mit der Erweiterung erwarten die Besucher und Besucherinnen neue Attraktionen. Bei den Bauarbeiten wurden nicht nur mittelalterliche Verteidigungsmauern entdeckt, sondern auch einen Lehmkuppelofen aus der Zeit um 1200. Neben der Dauerausstellung im Schloss, die uns Leben und Alltag der Grafenzeit näher bringt, bietet das Schloss auch immer wieder Platz für wechselnde Ausstellungen zu verschiedenen Themen. Das Grafschafter Museum nimmt am Internationalen Museumstag teil und freut sich auf einen Besuch. Der Eintritt ist an diesem Tag kostenfrei.